Darf ich mit 72 in Deutschland nicht mehr arbeiten? Gibt es da ein Arbeitsverbot? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de und betreibe neben dem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de auch noch den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Meine Damen und Herren, das Thema Rente mit 72 ist aktuell der Bringer in Deutschland. Es spaltet die Nation. Viele Menschen, die befragt worden sind auf der Straße, ich habe dazu ein Video gedreht, sagen nein, was für ein Unfug, was die FDP dort betreibt. Wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht länger als bis 65 arbeiten oder bis 63 arbeiten. Wir haben ein Recht darauf, eher in Rente zu gehen. Deutschland kann sich das locker leisten, dass die Menschen früher in Rente gehen. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, nein, Rente mit 72 ist eine feine Sache. Ich bin fit wie Turnschuh. Ich gehe noch arbeiten oder aber da gibt es dann eben Leute, die sitzen den ganzen Tag am Rechner oder machen irgendwelche geistigen Arbeiten. Die können natürlich auch noch länger arbeiten. Für die ist das alles kein Problem. Die sehen auch die Diskussion nicht so als dramatisch an. Aber es geht halt um die Leute, die tatsächlich körperlich schwer arbeiten. Können wir da sozusagen, sagen wir mal, diesen Weg der FDP mitgehen? Ja, meine Damen und Herren, und ganz interessant, da gibt es eine Begründung in der FDP, warum die Rente mit 72 eingeführt werden sollte. Denn das hören Sie sich bitte mal an und dann beantwortet sich sozusagen schon meine Frage, ob es in Deutschland ein Arbeitsverbot gibt oder nicht. Also schauen wir uns den ganzen Spaß einfach mal an, was hier die Herrschaften von Welt Online dazu zu sagen haben. Die Rente damit zu flexibilisieren. Ja, für Viel Christian. Spaß, Nele. Soweit kann ich gar nicht zählen. Für Christian Dürr darf die Rente mit 72 kein Tabu mehr sein, wenn sie freiwillig von den Arbeitnehmern gewünscht werde. Es ist keine Überraschung, die Kritik vor allem aus den Reihen der SPD, die hat nicht lange auf sich warten lassen. Noch täglich Brötchen backen, Haare waschen oder im Büro sitzen, geht es nach FDP-Fraktionschef Christian Dürr, soll es möglich sein, Erna springt ihm bei. Also meine Damen und Herren, hier nochmal ganz kurz diesen Vorschlag von Christian Dürr, Rente mit 72. Und der Christian Lindner ist eingesprungen. Jetzt hören Sie sich bitte mal ganz genau an, was der Lindner zum Thema Rente mit 72 zu sagen hat. Er hat, glaube ich, davon gesprochen, dass wenn Menschen freiwillig sagen, mit 72 wollen sie sich noch in den Dienst der Gesellschaft stellen und haben auch Freude noch zu arbeiten, dann soll ihnen das niemand verbieten. Meine Damen und Herren, ich bin da wirklich richtig erstaunt, was der Lindner da von sich gibt. Es soll uns niemand verbieten. Bock habe, wenn ich Lust habe, mit 72, mit 80 zu arbeiten, dann soll mir das niemand verbieten. Ja, Herr Lindner, wer will mir denn das verbieten? Das will doch in mein kleines Rentenberatergehirn gar nicht rein, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland Berufswahlfreiheit und Berufsausübungsfreiheit. Wer möchte, kann in Deutschland mit 65, mit 70, mit 72, mit 75, mit 80 arbeiten. Das ist doch gar nicht die Frage. Ja, das ist eine Scheindebatte, die hier ge gestellt wird, so nach dem Motto, wir können nicht freiwillig länger arbeiten. Dieser Vorschlag der FDP ist sozusagen eigentlich im Grunde genommen nur eine Scheindebatte und unterstellt, dass in Deutschland ein länger Arbeiten nicht möglich wäre. Was für ein Unfug, was für ein Unfug, der hier behauptet wird, der auch leider Gottes von diesem FDP-Vorsitzenden und unserem Bundesfinanzminister auch noch befeuert und verbreitet wird. Es gibt in Deutschland kein Arbeitsverbot für Menschen, die 72 Jahre alt sind. Na, selbstverständlich können Sie mit 72 gerne arbeiten gehen, wenn Sie das möchten und da einen Job finden, ist das überhaupt gar kein Problem. Ja, wenn man von Flexibilisierung spricht, dann sollte man erstmal anfangen, die ganzen unsinnigen Regelungen in den Arbeitsverträgen und Tarifverträgen abzuschaffen. Und dann haben wir hier auch Rechtsklarheit im Hinblick auf die Frage, ob mein Arbeitsverhältnis zum Beispiel bei Beginn einer Altersrente oder bei Bezug einer Altersrente endet oder nicht, Herr Lindner. Schauen Sie sich bitte mal mein Video dazu an, was ich heute hier gedreht habe. Also es ist schlicht und ergreifend Unfug, was Sie behaupten, dass hier das Arbeiten mit 72 verboten sei. Das ist einfach Quatsch, meine Damen und Herren. Also,
das Thema Arbeiten bis 72, Verbot einer Tätigkeit ab 72 in Deutschland, das gibt es alles nicht. Das ist rechtlich alles Unfug, was da behauptet wird. Es gibt in Deutschland kein generelles Arbeitsverbot im Hinblick auf ein bestimmtes Lebensalter, sondern es gibt letzten Endes nur arbeitsrechtliche Vorschriften, die das Ende eines Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit dem Rentenbeginn oder den Eintritt der Regelaltersgrenze vorsehen. Das sind, da gebe ich allen recht, unsägliche Vorschriften, die aus einer Zeit noch stammen, wo es einfach zu viele Arbeitskräfte gab. Aber wir haben ja jetzt ein völlig anderes Problem. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir haben einen richtigen Mangel und dieser Mangel führt dazu, dass auch heute schon ältere Leute, älter 64, 65, 66, in den Supermärkten arbeiten gehen. Zum einen, weil sie Spaß dran haben, aber zum anderen auch, weil sie ökonomisch gezwungen sind, das zu tun, weil sie halt eben geringe Renten haben. Also, meine Damen und Herren, schauen wir einfach mal uns die weitere Entwicklung an der Rente mit 72. Ich glaube, das ist eine Scheindebatte und wird mit der Ampelkoalition sowieso nicht zum Erfolg führen. Die FDP versucht hier Klientelpolitik zu betreiben und so eventuell noch Stimmen für die nächste Bundestagswahl zu bekommen. Was anderes kann ich halt nicht vermuten. Ist ein legitimes Mittel der FDP, können sie ruhig machen, aber letzten Endes ist das eine ganz durchschaubare Sache. Die Rente mit 72, so wie sie zum Beispiel in Schweden so sukzessive nach oben geht, ist auch nicht der absolute Bringer. Können Sie sich auch mal angucken, was die schwedischen Leute da für Renten bekommen. Wenn sie mit 63 in Rente gehen, sind die auch deutlich geringer als die mit 72. Und sowas möchte ich in Deutschland, weiß Gott, nicht noch erleben. Es reicht schon, wenn jemand mit 63 in Rente geht und der ist nach 1964 geboren, dann kriegt er 14,4% Abschlag. Das ist schon eine Menge Holz, eigentlich viel zu viel dafür, dass ich vorzeitig in Rente gehe. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von diesem Vorschlag der FDP. Schauen wir mal, was die ganze Sache bringen wird. Ich sage No-Go, Rente mit 73, absoluter Unfug. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.